Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und das verlorene Tal. So, wir kümmern uns noch um die lieben Schafe und Kühe und so. Bestes Tierfutter natürlich. Verteilen hier erstmal alles schön. Geht mir bitte alle. Ihr müsst mich auch hier ranlassen, ne? Sonst kann ich euch das Futter nicht. Leute. Ich habe das Gefühl, ihr macht das hier nicht richtig. Ihr müsst etwas mehr Geduld haben. Ich bin selber kein geduldiger Mensch, aber wenn es ums Essen geht und wenn es ja vor allem auch dadurch noch länger dauert, wenn hier... Wieso ist das Schaf nicht? Da ist doch direkt Futter neben dir. Irgendwie laufen die alle nur... Achso, du hast schon... Ihr habt schon gefressen. So läuft der Hase also. Na gut. Dann, wenn ihr keinen Hunger habt... So. Hast du auch keinen Hunger mehr? Okay. Gut. Mir aus. Dann will ich euch jetzt vorbei. Okay, jetzt diese 5 Sekunden kann ich jetzt auch noch warten, bis sie aufgegessen haben. So. Ich bin gerade irritiert, was mein Hund macht. Läuft hier gerade irgendwie durch die Wohnung. Total orientierungslos. Ja, sorry. Gut, wir kümmern uns weiter um die Tiere. Das war jetzt gerade ein bisschen random. Alles klar. Und wir quatschen hier so. Hallo? Gut. Boah, irgendwie bin ich mindestens genauso groß wie das Pferd und habe mindestens genauso viele Masse. Okay, übrigens, hier, da habe ich irgendwie versucht, aus dem Pause-Menü zu gehen zwischen den Folgen und habe auch so sehen, wie der Bekloppte gegraben. Ja, silly me. Das ist irgendwie nicht so gut. Gut, wir haben Donnerstag. Das heißt, ich könnte mal die Tiere rauslassen. Ich renne gerade wie so eine Bekloppte die ganze Zeit hin und her. Ja, und heute werde ich auch versuchen, mich etwas um die natürlichen Ressourcen zu kümmern. In Bezug darauf, dass ich ja so Erze und so versuchen werde zu sammeln. Bronze besonders, weil daraus kann man ja Zäune machen. Mhm. Na du? Hi, 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 sonnige Sommer, Sonne und so. Ja, ganz genau. Stimmt's, Kyoto? Ja. Und bald können ja auch keine Tiere mehr runterstürzen und sich alles brechen und sterben. Weil ich schon einen Zaun da habe. Yay, Fortschritt. Hallo, Häschen. Das war übrigens das Häschen, was mir die blaue Feder geschenkt hat. Auf Anhieb. Hat sofort rausgerückt, dass ich wusste, was für ein harter Typ ich bin. Und dass es vermöbeln würde, wenn es mir nicht sofort das Zeug gibt. Okay, das stimmt nicht, das ist mir einfach so gegeben. Aber ich wollte es jetzt cool erzählen, damit ich voll cool dastehe. So. Okay, die Bäume sind irgendwie immer noch nicht großartig weiter. Oh nein, nicht mit Kompost. Mit Dünger sollst du düngen. Aber ich habe keinen Dünger gerade dabei, ne? Nicht. Ich muss dringend wieder Kompost herstellen. Jetzt habe ich das ja irgendwie auch verstanden. Anscheinend habe ich es immer mit dem Dünger so ein bisschen falsch gemacht. Ich weiß nicht. Ja, ich... Ups. Auch wieder Samen zum Sehen. Zum Samen sehen, tun. Okay, wir machen das erstmal hier so irgendwie. Nein, ich bin doof. Nein, ich bin noch döfer. Ich bin doof wie döfer doof. Irgendwie sowas. Ernten bitte, danke. Ich versuche dann, ich weiß gar nicht, was soll ich das jetzt mal anbauen? Ich glaube, es liegt klar auf der Hand, was ich anbauen soll, aber ich weiß es trotzdem nicht. Ach Gott. So. Ja, hier noch gießen natürlich. Aber es ist so unregelmäßig. Ich glaube, weil Chewie immer so komisch gießt. Und ich dann später auch nochmal nachgieße. Und dann kommt das dann, dass es halt manchmal trocken ist und dann dazwischen nicht. Und ach, ihr wisst schon. Alles sehr merkwürdig hier. Mach einfach mal hier. Kompost. Stop. So. Und die treibt es ja auch noch. Oh, mich juckt's am Kopf. Mich juckt's am Kopf. Alles klar. Ach, ist das hier auch wieder... Ah, blödes Gegieße hier. Ah, ich freue mich schon darauf, wenn ich irgendwann mal ein Harvest Moon Teil spiele, wo man bessere Wassergräben ziehen kann oder die Gießkanne verbessern kann. Soll es ja auch geben. Und dann ist das alles viel einfacher. Es war am Anfang auch wieder... Oh, jetzt ist hier nebenan auch wieder trocken. Ah, ich kann mir gar nicht mit dem Gießen hinterher, um Himmels Willen. Man denkt immer so, yeah, und dann wird wieder irgendwas trocken. Und jetzt... Juckt meine Armbeuge. So. Ach Gottchen. Oh nein! Also, so,
Langsam ist es schon so traurig, dass es wieder lustig ist, oder? Immer wenn ich weggehen will, wird wieder so eine übelste große Partie trocken. Oh Mann, ich habe noch so viel zu tun. Oh. Okay, aber dann habe ich es endlich, oder? Dann kann ich mich immer um was anderes kümmern. Oder warte, es ist ja eigentlich auch schon ziemlich fortgeschritten im Monat, sehe ich gerade. Ich glaube, es lohnt sich eh nicht mehr großartig was anzubauen, weil dann wird immer das Risiko, dass es bis zum Monatsende nicht fertig wird. Und hier brauchen teilweise ja die Pflanzen echt lang, weil ich mich ja oft mit der richtigen Jahreszeit und richtiger Höhe und Dünger und so nicht so auskenne. Deswegen ist das ja alles ein bisschen kacke bis chaotisch. Und ich räume mal, oh, ja, ich muss auch schnell, vor allem schräume die Tiere rein. Ich rufe die Tiere mal rein. Geht glaube ich noch bis 5 PM. Und man will es ja nicht übertreiben. Ja. Wuff, wuff, wuff. Hihi. Okay. Gut. Ja. Mal gucken, wie weit es mit dem Düngere da vorne ist. Genau da vorne, hier. Dünger herstellen. Dünger wird derzeit hergestellt. Wie lange dauert das denn? Meine Güte. Okay. Deine Gemüse sieht gesund aus. Okay, dann haben wir da. Der Andrea. Gut. Dann gucke ich mal wieder hier wegen, ihr wisst schon, Erzen. Soll ich mich langsam auch wieder mal auf den Weg machen? Wird auch schon langsam dunkel. Aber ja, mal die Abkürzung jetzt. Die können wir da ja eiskalt gehen. Und so. Okay, jetzt gucken wir mal. Guck mal, es gibt. Oh wow, Stein. Oh wow, wow, Eisenerz und andere Dinge, die nicht angezeigt werden. Klassmaterial ist immer gut. Und noch mehr Eisenerz. Okay, ich brauche noch diesen anderen krassen Shit. Ich habe schon vergessen, wie Trile war es, oder? Fürs Haus. Ich habe es schon wieder vergessen. Mann, wieso gucke ich eigentlich immer nach, wenn ich es mir nicht aufschreibe? Ich brauche eigentlich mal so einen Notizblock für meine Aufnahmen. Wo ich immer so reinschreibe, wo ich was rausschneiden möchte, zum Beispiel, weil ich genießt habe oder solche Infos wie das. Ah, jetzt ist das Dünger fertig. Total random, aber hey, cool, danke. Darf ich nicht vergessen, um hinzugehen? Ganz unter uns, ich werde es bestimmt vergessen. Und ein Methylerz. Sehr schön. Ah. Hat sich wieder alles schön regeneriert und Bronze. Sehr gut. Muss vielleicht mal so ein bisschen Bronze und Holz einsammeln. Dann wird sich Doc freuen, denn er darf dann ganz viele Zäune machen. Yay! Ich habe immer noch so die Hoffnung, dass dann von... Ich weiß nicht. Ich glaube, er gibt uns dann immer nur ein einziges Stück Zaun, oder? Das wäre irgendwie ein bisschen traurig. Und wenig, vor allem. Wenig wäre es. Hm, mal gucken. Mädel, geh runter. Mädel! Danke. So. Week, week, week. Im Hallo. Ach ja. Ach ja. Und drauf trashen. Was gibt's Feines? Das ist immer so ein bisschen Weihnachten. Oh, Kristallerz. Hör doch auf. Und ja, der Erz. Mensch. Sieht richtig gut aus. Ja, Mai ist doch schon Weihnachten. Gott, ich sollte aufhören, immer so komische bayerische Dinge zu sagen. Ich glaube, damit habe ich in Bayern eigentlich gar nichts am Hut. Das ist jetzt hier nicht so Titte. Doch, Glasmaterial, das ist mega Titte. Ja, bestes Adjektiv überhaupt. Ja, Golderz. Oh, Oshai Carlos Erz. Habt ihr das gelesen? Oshai Carlos. Ich kann das nie aussprechen. Ich weiß auch mal gar nicht, was das ist, aber okay. Man braucht es ab und an mal. Das ist die Hauptsache. Gut, jetzt geht's hier vor straight down. Ich könnte ja hier auch noch so ein bisschen auffüllen. Noch so in der Ecke ein bisschen. So, wow, war das schon immer da? Mal einschlagen. So, Eisbecher. Check. Fragt euch übrigens, warum ich manchmal Eisbecher sage. Das ist, falls ihr euch das fragen solltet, ist das eine berechtigte Frage. Möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Das ist eine Referenz aus einer SpongeBob-Folge, wo SpongeBob sich so einen übelst ekligen Eisbecher macht, der eigentlich kein Eisbecher ist. Und dann
Also übelst Mundgeruch. Und dann fragt Patrick, vielleicht liegt sie an einem Eisbecher. Und dann sieht man so eine übelste Nahansicht von SpongeBob und dann so dieses geflüsterte Eisbecher. Und das ist irgendwie überhaupt nicht lustig, wenn man das so erzählt, aber ich ja, versuche es nicht mehr zu sagen. Gut. Haben wir das auch war ich jetzt da hinten bei dem? Ich habe gerade hier so voll krass von Eisbechern geredet. Ja, bei dem war ich. Gut. Dass ich jetzt gerade nicht drauf geachtet habe, an welchen Ärzten ich hier schon genascht habe. Das klingt irgendwie total... Oh Gott, ich werde nie wieder dieses Adjektiv in diesem Zusammenhang verwenden. Adjektiv vor allem. Ich meine dieses Verb. Merkt euch nicht, was ich sage. Ich rede nur Müll, wenn man hört. Ein Adjektiv ist ein Wie-Wort und kein... was sagt man zu Verb? Was Wort? Was Tun Wort? Ein Tun Wort. Ja. So viel dazu. Gut, wow, das war jetzt voll die creepy Grafik und ich muss mich wirklich beeilen, dass ich noch heute einigermaßen mit den ganzen Sammeln fertig werde. Ich glaube, noch zwei Vorkommen habe ich vor mir. Ja. Also zwei Höhlen, zwei Bergbau-Dingen. Ach, ihr wisst schon. Ich hatte hier noch ein... Boah, wie hießen die nochmal? Ein... Boah, wie hießen nochmal die Viecher bei Until Dawn? Ein... Oh, ich hab vergessen, wie die Viecher bei Until Dawn hießen. Ein... Boah, jetzt hab ich mich gerade voll auf Dingo, Dog Dingo, Mordingo, Bading... Ach, Alter. Irgendwie... Ich weiß das immer, aber immer wenn ich... Ich hab das Gefühl, wenn ich Lost Valley spiele, habe ich irgendwie so eine Sprach- und Wort... Blockade, dass mir ein paar Wörter einfach nicht einfallen. Das ist voll schlimm. Wie letztens bei dem einen Wort. Simulieren? Nein. Jetzt fällt mir das Wort schon wieder nicht ein. Improvisieren. Ah, improvisieren war's. Das ist irgendwie voll krass, dass mir dann manchmal die Wörter nicht einfallen. Das ist voll traurig. Aber es ist, glaube ich, wirklich immer nur bei Lost Valley so. Zum Beispiel bei Pokémon oder so, dann geht's. Aber vielleicht quatsche ich hier auch mehr so allgemeines Zeug und muss dann auch mehr so über allgemeines Zeug nachdenken. Ah. Bei Pokémon ist mein Commentary oft auch mehr spielabhängig. Ich weiß nicht. Hm. Na gut. So. Und draufgeschlagen. Kommt da was raus? Da. Mondstein, Fliege und Sieg und Kristall. Yeah! Und Onyx. Und Dinge und überhaupt. Okay. Verbotene Dinge sind verboten. So. Okay, jetzt würde ich sagen, ab ins Bettchen. Haben wir doch heute fein gemacht alles, oder? Ach ja, stimmt. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Ich muss ja hier noch an den Dinger. Dünger herstellen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Dünger. Machen wir mal hier volle Kanüle. 6 Stück. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Stimmt's, Waschbär, der hier einfach so rumläuft. Hallo, Waschbär. Wunderschön, er Waschbär. Oder so. Okay, gehen wir mal ins Bettchen. Ich frage mich, wie viel Futtermeister ich jetzt inzwischen eigentlich habe. Muss ich mal Lucky Lucky machen. Ablegen. Futtermeis 1. Seht ihr, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Oh, ablegen kann ich wieder ganz viele Eier und so. Ablegen. Bin ich gerade Futtermeis? Da bin ich. Ich bin wahnsinnig. Eindeutig. Da, Futtermeis. 4 Stück. Ich glaube, es reicht doch nicht, dass ich die Samen kaufen kann. Sheet. Aber da die Jahreszeit geht ja noch einige Tage. Also mal gucken. Wir hoffen mal aufs Beste. Morgen dünge ich es mal mit echten Dünger. Dann geht es vielleicht noch besser. Sieht aus, als würde Lukas irgendwas. Warum ist das? Warum ist da Schnee im Hintergrund? What the fuck? Das ist doch voll Sommer. Warum liegt der Schnee? Wuff, wuff, wuff. Wem ist denn Lukas helfen? Lukas braucht unsere Hilfe. Danke für den Stein, Kyoto. Das ist ungeil, aber okay, trotzdem. Ja, yeah, danke für den Stein. Boah, wir auch gleich... Okay. Ach Gott. Okay, liebe Freunde der Sonne. Ich sag dann mal ciao und bis zum nächsten Mal, wenn sie da heißt, die Mädels played. Harvest Moon, das nicht mehr verlorene Tal. Bye.